Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit den TBS, den The Black Series Figuren von Hasbro. Und zwar habe ich mir heute den Yoda vorgenommen. Es ist die Nummer 22 mit diesen oder auf wunderschöner Karte mit herunterfallenden Blistern. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, ich meine, das erzähle ich jedes Mal, aber das letzte Black Series Video ist ja nun auch schon wieder einige Zeit her. War, glaube ich, an meinem Geburtstag, 21. Ja. So viel Triviales. Den Yoda habe ich mir nämlich jetzt vorgenommen, weil ich ja demnächst auch dann den TVC Yoda, den nagelneuen, vorstellen möchte. Und ich habe festgestellt, ich habe gar nicht so viel Yodas da. Und den würde ich ganz gerne dann auch als Referenz mit daneben stellen. Und habe jetzt auch festgestellt, es gibt Yodas auch ohne fast endlos. Also gut, er kam ja auch in mehreren Filmen vor, aber zur Urtrilogie gibt es allein vom Empire Strikes Back Yoda, ich meine 14 Stück waren das, wenn ich mich da nicht verzählt habe. Manche wurden dann nochmal, kam als Repaint raus oder als Repack. Also Repack sind unveränderte Figuren, die schon mal erschienen sind, und Repaint ist, wenn sie farblich ein wenig abweichen von der Figur, die vorher dann veröffentlicht wurde, wo aber dann dennoch die Formwerkzeuge die gleichen sind. Wie zum Beispiel auch dann gab es ja mal in der Power of the Force Reihe ein Cinema Scene, wo Yoda mit Anakin und Obi-Wan als ja, Machtgeist dann eben erscheinen, und das war von der Form her der Yoda, der auch schon ganz normal regulär erschienen ist, nur dann eben in ja, so einem durchsichtigen blauen Kunststoff gefertigt. Das war dann quasi kein Repack, das war auch kein Repaint. Das war so gesehen anderer Kunststoff. Ja. War aber so gesehen dann schon eigenständig und wirkt natürlich dann auch ganz anders als die reguläre Figur. Ja, der Yoda in der TBS. Wenn die Figur ausgepackt ist, werden wir mehr sehen. Auf der Rückseite ist nochmal eine Illustration von ihm drauf, beziehungsweise ist ein Szenenfoto, beziehungsweise ein Production-Shot, der damals gemacht wurde. Das Bild an sich kennt man auch, was ein wenig über ein Bildbearbeitungsprogramm eben in Schwarz-Weiß-Kontrast dann gebracht wurde. Und ja, merkwürdig ist bei den Karten, sie sollten ja damals edel wirken. Man sieht auch, die Karte ist jetzt hier auch schon ziemlich angeschlagen. Die schwarze Beschichtung, der Druck ist schon sehr empfindlich, wenn es zu Knicken kommt. Dann sieht man sofort diese weißen Stellen. Das finde ich jetzt bei der Vintage Collection bei den Karten gar nicht mal so extrem. Oder die haben dann sogar noch so einen gewissen Charakter. Aber bei denen, das war einfach nur Müll, muss ich einfach nur sagen. Aber na gut, es war damals, wann kam der hier eigentlich raus? Auch irgendwas 2013, ne? Ja, 13 ist zumindest hinten das Datum drauf. Aber ich will auch bei der Figur mal wieder schauen, ob der ja, hier, da fängt schon an, sich zu lösen. So, leicht mit dem Fingernagel untergehen. So, hier, da sieht man schon, wie sich das alles hochblast. Also früher oder später wäre der eh von der Karte gefallen. Aber ist schön, da braucht man nicht schneiden. Cutter hätte ich mir quasi sparen können. Jo, dann ist der Yoda auch nochmal auf einem Innenblister. Da fällt schon dann sein Rucksack heraus, den man dann eben dem damals auch erschienenen Luke umlegen konnte. Und diese Schnalle ist ja wohl cool, ne? Die dabei ist. Ja. So ein Mini-Ding. Komme ich schon vor wie bei Barbie. Ach nee, ist ja Mattel. Ja. Ne? Wirklich ein richtig schöner, kleiner Verschluss. Das ist schon nicht übel. Gut, aber gibt es auf dem Spielzeugmarkt ja auch, wie gesagt, bei anderen Toylines. Ja, muss man ein bisschen bügeln, irgendwie. Streichelschachtel könnte vielleicht reinpassen zum, ne, ein bisschen feucht machen, Streichelschachtel rein oder irgendwie ein Klotz, irgendwas, um den dann so ein bisschen, ja, hinzudrapieren. So, was haben wir noch? Wir haben noch seine Halskette und seinen Stock. Der Stock scheint da nur eingeschoben zu sein. Die Halskette ist geklebt, deswegen hole ich jetzt erstmal den Stock hier heraus. So, der sieht auch schon mal gut aus. So von der Form her. Schön verknorkelt. Dann haben wir seine Halskette. Die muss ich lösen, beziehungsweise muss ich da den
Klebestreifen einschneiden, um das Ding da rauszuziehen. Das war auch relativ weich vom Material her. Was ja gut ist. Und dann plumps den kleinen Yoda. Keine Packholes, aber ich denke mal, Standprobleme wird er nicht. Hat er. Schön. Also hinstellen ist nicht und auf dem Stand stellen ist auch nicht. Ja. Artikulationspunkte ist jetzt so ein Problem. Ich sehe nämlich die Gelenke nicht und weiß jetzt nicht, wie kann ich hier biegen. Also ich kann auf jeden Fall den Arm nach vorne drehen. Das ist möglich. Die Hände kann man nicht drehen, entweder sie kleben fest oder man kann sie nicht, nee, man kann sie nicht drehen. Und in den Armen hat er scheinbar auch sonst keine weiteren Gelenke. Ich wüsste jetzt also nicht, wie die klappen sollen. Da müsste ich ihm jetzt mal einfach mal seinen Mantel ausziehen. Und dafür löse ich dann mal, das mache ich jetzt im Vorfeld, bevor wir uns so die Details der Figur anschauen, löse ich einfach mal hier hinten die Schlaufe. Die ist da bloß so mit so einem Punkt eingesteckt. So, dran denken. Ne? Erinnert mich bitte daran, dass das Band nach unten muss. Und dann versuche ich jetzt mal, diesen Mantel vorsichtig zu entfernen. Er ist zum Glück nicht aus so einem Material gefertigt, wie jetzt beim Java, dass ich jetzt Angst haben muss, dass der dann sofort sich auseinanderlöst. Aber dann kann ich zumindest mal unter die Figur schauen, kann hier vielleicht so ein bisschen in den Arm gucken. Ja, da sieht man, er hat keine Gelenkpunkte, sondern nur oben Scheibengelenke in den Armen und auch nur Scheibengelenke eben in den Beinen. Jetzt muss ich hier den Arm wieder irgendwie reinkriegen. So, da ist der Arm schon wieder drin. Da ist auch immer ein Problem dann bei den Sachen, wenn man die zu stark belastet, habe ich immer die Sorge, dass dann gegebenenfalls die Nähte sich lösen. Ja, kann man ja nicht wie bei einer Hose, so im Maßstab 1 zu 1, kann man ja nicht da irgendwie 1000 Mal mit der Nadel dann hin und her nähen. Und hier ribbelt sich auch schon dann das Material auf. Ja, mal gucken, wie ich das dann mit den Fotos mache. Vor allem, wie ich den jetzt wieder zusammenbaue. Bläh. War schon sehr riskant. Ich hatte mal vorher doch, na ja, gut, ich habe ein Foto, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er aussah. So, wieder zugeklippt. Und die Arme wieder runtergenommen. Ja, gut. Aber zumindest sieht man jetzt schon mal die Hände ein wenig. Das Ganze hier so ein bisschen hochfrisseln. Jetzt wieder ein bisschen drapieren, so Mantel runterziehen. Damit man dann zumindest seinen Hals auch erkennen kann und ihm dann eben sein Mantel nicht direkt unterm Kinn klebt. Und die Naht lege ich mal so zur Seite nach hinten. Aber mit dem Stehen ist wirklich so ein kleines Problem. Gut, man kann ihn ja, er steht ja eh nicht gerade, sondern so ein bisschen nach vorne gebeugt. Er hat ein leichtes Kugelgelenk im Kopf, aber hauptsächlich ist das dann zum Drehen. Den Kopf selber finde ich fast schon ein bisschen zu schmächtig, zu klein. Und der hat auch nicht so einen Buckel wie der Vintage-Yoda. Okay, dann schauen wir uns erstmal die Details der Figur an. Erstmal das Gesicht geht schon einigermaßen. Ich finde den Kopf aber, wie gesagt, etwas zu klein. Und der Stoff vom Mantel her geht. Da sieht man natürlich sicherlich das Aufgeribbelte vom Ausziehen eben gerade. Und man sieht auch seine Füße und die Zehennägel sind auch bemalt. Genauso wie auch dann die Fingernägel. Von der Seite kann man nochmal dann sein Profil sehen. Ja, ist aber gar nicht mal so verkehrt gewesen. Auch mit den Haaren, dass sie hier halt Haare modelliert haben. Nicht wie bei der Power of the Force 2 Version damals. Dann so Haare angesteckt haben. Das sah auch ein bisschen komisch aus. Und hinten auf dem Gürtel, ja gut, so ein paar kleine Pouches hat er dran. An der einen Seite hängt halt so ein Faden runter. Das, ja, gut. Viel kann man jetzt eigentlich so gesehen gar nicht sagen. Ich denke mal, dass die Unterkluft, die er anhat, konnte man dann eben auch schon mal ganz gut im Vorfeld sehen. Dann hat er noch das Zubehör. Einmal seine Halskette mit dem kleinen Emblem unten dran, was wir ihm natürlich gleich noch umlegen werden. Boah, sieht aber ganz nett aus, nicht glänzend, schön matt. Und dann seinen Stock, der richtig schön, ja, knorkelig halt aussieht. Der gefällt eigentlich auch soweit ganz gut. Schöne Wurzel, mit der er sich dann über Dagobah schleppt.
Ja, und dann halt der Rucksack, der mit dabei liegt, damit man dann dem Luke, Dagobah Luke, dann eben auch diesen Rucksack aufsetzen kann und Yoda hinten reinstecken kann. Da finde ich halt, wie gesagt, das Muster sieht soweit ganz gut aus. Die Nähte sind soweit auch okay. Und ja, das sehen wir gleich mal, wie der dann da drin steckt. Und hier nochmal eben die kleine Schnalle im Detail. Das finde ich also auch schön, dass sie da so ein kleines Ding noch dran gesetzt haben, obwohl die schon fast, na, für eine TVC-Figur schon fast wieder zu groß wirkt. Aber gut. Okay. So, dann mal sein Ding hier umgelegt. Ja, er hat natürlich wegen der Ohren. Mal gucken, wie ich das hier mache. Das mal so. Von hinten irgendwie. Nee, das geht nicht. Ich probiere einfach mal den Kopf abzunehmen. Mal gucken. Plopp. Das geht sogar recht einfach. Er hat ein Kugelgelenk im Kopf, aber so richtig schwenken konnte man ihn ja nicht. Und dann plöpple ich ihm jetzt das Ding da mal den Kopf wieder drauf. Er steht jetzt ein bisschen weit hervor wegen seines Mantels. Ich versuche hier mal eine gerade Stelle auf den Tisch zu kriegen. Also hier steht er. Okay. Das kann man hier vielleicht noch ein bisschen hinzuppeln, damit das, ja, so geht es schon, dass das Symbol, seine Kette halt dann enger am Körper liegt und nicht so weit absteht. Das kriegt man also auch hin. Und dann seinen Rucksack. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich den? Den Luke habe ich mir den mal geholt. Der hat ja so komische Armgelenke damals gehabt. Und ja, ein bisschen hochheben. Und ihn da irgendwie in den Rucksack zwängen. Ja, guckt ein bisschen zu weit raus. Weiter geht er auch nicht rein. Nee, ist schon unten drin. Ja. Ne, hätte irgendwie noch ein bisschen, ich meine, er sitzt eigentlich ein bisschen tiefer drin. Na gut, er sitzt ja wahrscheinlich auch mehr. Er hockt sich ja wahrscheinlich dann mehr in diesen Rucksack rein. Und jetzt thront er da quasi so, ja, steht so recht lässig dann so. Na, wirkt schon ein bisschen komisch. So, ja, weiß nicht. Hätte irgendwie noch vielleicht anders gelöst werden können. Aber gut, anders geht es halt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt mit seinem Stock, wie er den halten soll. Denn die Hände kann man ja, meine ich, nicht drehen. Kann man die Hände doch drehen? Also ich kann die Hand hier nicht drehen. Entweder klebt die total fest oder es geht einfach nicht. Jetzt den Stock halten. Also in dieser Hand kann er, in der rechten Hand kann er gar nichts halten. Da passt nichts. Und in der linken Hand, da hat er zumindest sowas wie einen Daumen, was man da sehen kann. Ja, sehr wackelig. Fällt schon wieder raus. Ja, so. Aber hier vorne steht er nicht. Pack hier mal einfach den Rucksack hinter. So. Geht auch nicht. Schiebt er weg. Vorne vielleicht weiter. Ja, gut. Yoda halt, ne? Yoda in der Black Series Ausführung von 2013. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich dann dagegen eben der TVC Yoda verhält. Aussehen, ja, ist auf jeden Fall schon sehr um einiges besser geworden, auch jetzt mit dem digitalen Gesichtsprint. Aber das sehen wir dann genau, wenn ich dann auch die Figur mit auf dem Tisch habe. Und dann gibt es aber auch ein paar Yodas mehr. Da habe ich dann doch schon 2 oder 3, die dann eben noch mit dazugestellt werden können, wo man dann schon mal so ein bisschen auf wieder eine Entwicklung der Actionfiguren von Hasbro im Maßstab 1:18 sehen kann. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.